Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkmare. So, in der letzten Folge hatten wir ein kleines Wegfindungsproblem und ich hätte mich dann nach dem Essen nochmal hingesetzt und diesen kompletten Wald nochmal abgeklappert. Es gibt diverse Stellen, wo man denkt, ja, da könnte es weitergehen, aber da geht es nicht weiter. Und auf diesem Bildschirm gibt es eine Stelle, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass es dort nochmal weitergeht, aber genau da geht es weiter. Und wir können jetzt neues Gebiet entdecken. Wir sind relativ in der Nähe vom Eingang noch. Und hier stand so ein Oger, der hat mich auch wieder angefallen. Und hier geht's weiter. So, wir können neues Terrain entdecken. Dann werden wir das mal tun. Ich bin gespannt. Denn wir wissen ja, was wir alles hier so erwarten können, was wir finden können. Die Elfen, Malta und so weiter. Aber davon hatten wir noch nichts gefunden. So, jetzt nicht so viel reden, sondern konzentriert gegen den Ork kämpfen. Ja, unser Leben hat mal wieder ein bisschen gelitten gehabt und das müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufbauen. Denn die rohen Kaninchen bringen nicht so viel. Beim Rennen ist mir nochmal eingefallen, dass wir den Hinweis hatten, dass man die Spinnen mit Fleisch ablenken kann. Das werden dann wahrscheinlich die rohen Kaninchen sein. Aber da werden wir besser selbst Energie von ziehen, auch wenn es ein bisschen eklig ist. Anstatt das den Spinnen zuzuwerfen. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob die dann weg sind, die Spinnen, oder ob die dann irgendwann nochmal wiederkommen und wir dann quasi wieder vor demselben Problem stehen. Nein, ich will keine Hilfe von unserem Vater. Das war ein Verklicker. So, durchsuchen. Was gibt's denn hier? Nur die üblichen Pilze, Bäumchen und so weiter. Können wir neben oder hinter diesem Bäumchen wieder weiter? Nee, irgendwie nicht. Ja, das ist mit den versteckten Wegen ist schon ein bisschen fies. Aber mal sehen, ob es da irgendwo wieder Wege zum Entdecken gibt. Ah, da ist wieder so ein Bäumchen und es geht weiter. Nein, dreh dich doch nicht in die falsche Richtung. Du machst mich noch wahnsinnig, mein Lieber. So, nochmal. Ja, die Spinne hat es ziemlich in sich. Ja, da ist die schöne Energie wieder weg. Wir brauchen Orks. Orks zum Energieaufladen. Oh je. So, ist das wirklich eine Sackgasse? Man kann nie sicher sein. So, hier gibt's nichts für uns zu entdecken. Nein, das war schon wieder eins zu weit. Himmel. So. Ah ne, da geht es auf jeden Fall weiter. Hier sieht es auch so aus. Hier liegt wieder so ein Schädel. Genau. Den hatten wir ganz am Anfang, hatten wir mal auch so einen durch einen Schädel blockierten Weg gefunden. Und der war mir jetzt direkt aufgefallen. Oh Gott. Nicht mit den Darschlägen. Oh oh. Geh mal wieder zurück. Aber da liegt jede Menge Zeugs. Oh Mann. So, Inventar. Essen. Kaninchen. Lecker rohes Kaninchen. Ja, es ist eklig, ich weiß. Aber was will man machen? Ich will ja die weißen Pilze haben, aber da haben wir noch keine gefunden. Stirb mir bitte nicht, danke. Oh mein Gott. Da liegt ein Fisch. Oder irgendwas. Wir essen alles. Alles ist okay. So, Pilz wird... Ja, ist mal wieder ein Schleimpilz.
Wir haben einen schälenden Schüsselfisch. Weißes Fleisch sieht verlockend aus. Frischer Fisch. Wer auch immer den da hingelegt hat. So, Silberstaubschüssel für eine kleine Truhe und wieder einen Barren. Nein, das war zu weit. Mann. So, zu suchen, nehmen. Wir nehmen das ganze Zeug mal mit. Das Spiel und ich, wir sind heute noch nicht so auf einer Wellenlänge in Sachen Steuerung. Das wird noch. So, dann essen wir bitte den Fisch. Essen. Frischer Fisch. Der Fisch wurde ausgezeichnet zubereitet und schmeckt köstlich. Und lag ein bisschen in der Sonne rum, aber das passt schon. Oh, der hat auch nicht die Welt gebracht. Oh Gott. So, können wir den einzelnen Schädel da noch? Nee, können wir nicht. Oh mein Gott. Viele von den Spinnen können wir... Oh nein, so ein Typ noch. Wir gehen zuerst mal an ihm vorbei. Ich hoffe, dass er uns da nicht trifft. Und geh um den Farn rum. War so klar. Lauf. Oh Mann. Wir brauchen irgendwo... Nein. Wie soll denn das jetzt gehen? Spiel, erzähl mir das mal. Pest und Cholera. Super. Wenigstens haben wir die Spinne schnell tot bekommen. Wir brauchen einen Ork. Und da liegt eine Goldmünze. Ah ja. So, wir essen nochmal ein Kaninchen. Oh mein Gott. Essen. Kaninchen. Lecker. Lecker, Schmackofatz. So, jetzt wünsche ich mir einen Ork. Nix Ork, nur weitere Spinnennetze. Oh mein Gott. Spiel, gib mir was zu essen, bitte. Ein Zettel, Münzen und eine Flasche. Die Flasche und die Münze sind erst auf dem nächsten Bildschirm. Dann lesen wir zuerst mal die Notiz. Es ist nun 6 Tage her, dass ich den Orks entkommen bin. Und heute hätten sie mich beinahe wieder gefangen. Zum Glück gelang es mir, sie im Wald abzuschütteln. Aber nun wissen sie, dass ich noch am Leben bin und werden bestimmt erneut versuchen, mich zu finden. Ja, das ist dann wohl auch wieder eine Nachricht von Onkel Bob. Der arme Kerl. Von was hat Onkel Bob sich eigentlich ernährt? Ich glaube, er hat auch mal was von den Pilzen geschrieben. Okay, ein Ogre ist auch recht zum... Nicht schlagen lassen. Und Spiel bitte jetzt nicht ruckeln. Falscher Zeitpunkt. Ganz falscher Zeitpunkt. Spiel? Nein, schlag zu! Schlag! Spiel, das ist jetzt ganz, ganz schlechter Zeitpunkt zum Ruckeln. Ganz, ganz schlecht. Ich hoffe, das gibt sich nach dem Kampf wieder. Wenn nicht, müssen wir da mal einen Neustart hinlegen. Aber wir kriegen Lebenspunkte. Das ist alles, was zählt. So, mach den tot. So, jetzt läuft's wieder normal. Alles klar. Alles wird gut. So, was haben wir hier? Ein Speichertrank. Da sagen wir natürlich auch nicht nein. So, Zeitumkehrtrank und 3 Goldmünzen, mit denen wir null anfangen können. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo einen Essenshändler gibt oder so. Ja, ich hätte gern mal 3 Brötchen und 3 Hühnerbeinchen und was auch immer.
Da glaube ich nicht dran. Eine Brücke. Mit einem Schlüssel. Eine Brücke. Sicher. Dann schauen wir zuerst mal, was es hier gibt. Schädelfall, Stein, Schlüssel für kleine Truhe. Nochmal ein Speichertrank. Hey, was hätten wir da lesen können? Es steht geschrieben, edler Reisender, hier hat einst ein mächtiger Kampf stattgefunden und die Toten, ach so, ja, dass die Toten hier rumirren, das ist die Warnung für den Untoten. Das hatten wir schon mal gelesen. Ging es da unten sonst noch irgendwo weiter? Nee, ging es nicht. Sehr gut. Dann über die Brücke. Haben wir da Dinge. Oh nö. Die da kommen. Ja, ich glaube, wir stehen gut. Wir stehen richtig gut. Richtig gut. Das gibt richtig viel. Nein, gib ihm den Rest. Richtig viel schöne neue Energie. Und ich sehe einen Barren. So, nehmen Barren. Nehmen wir mit. Weiter geht's. So, jetzt noch einen Ork, dann wäre unser Leben wieder voll. Hasi, hallo. Schön, dich zu sehen. Hasi möchte mitreisen. So, Kaninchen einsacken. Ich wüsste auch nicht, wie ich der Spinne jetzt so ein totes Kaninchen geben sollte, wenn sie mich angreift. Diese und andere Fragen. Diese Bäumchen waren jetzt schon zweimal ein Zeichen dafür, dass es weiterging. Aber hier glaube ich nicht. Ich bin so froh, dass wir jetzt wieder Wege haben, wo wir rüberlaufen können. Hasen, ich möchte euch gerne mitnehmen. Danke. So, durchsuchen. Was gibt's hier? Die beiden Häsleins. Eine Goldmünze. Holzklotz. Jemand scheint ihn vor langer Zeit gefällt zu haben. Er ist über und über mit Pilzen bewachsen. Gibt's hier weiße Pilze? Nee, das sind Schleimpilz. Das ist wahrscheinlich ein roter Pilz. Und nochmal einen Schleimpilz. Na gut, dann nehmen wir das Kaninchen mit. Und die Goldmünze. So. Dann schauen wir nochmal kurz, ob es hier irgendwo weitergeht, auch wenn es nicht so aussieht. Bei Sackgassen muss man immer vorsichtig sein. Nö, hier geht schon mal wirklich nirgendwo weiter. Dann nochmal zurück. Ach, da ging es noch weiter. Nee, da kamen wir her, oder? Nee, wir kamen von da, glaube ich. Ja, wir kamen von hier. Da gehen wir mal noch da unten lang. Was will das Spiel uns mit den beiden Schädelpfahlen sagen? Gibt es hier was besonders Gefährliches? Oh, nochmal Wasser. Was ja auch Sinn macht, wenn wir ja gerade erst über eine Brücke kamen. Das kommt ungefähr hin.
So, hat sich hier irgendwas versteckt? Oh, frisches Hühnchen, da sind wir doch dabei. Frisches Hühnchen ist an Bord. So, geht's hier irgendwo weiter? Nö. Wir hatten ja mal was von der Nymphe gelesen. Und das sind ja Wassergeister. Vielleicht finden wir hier im Wasser eine Nymphe. Wer bist denn du? Plant Slate, Wächter. Macht euch davon, denn dies ist mein Reich und ich bewache meine Brücke Tag und Nacht. Niemand kommt an mir vorbei. Bist aber kein Troll. Traditionell werden Brücken von Trollen bewacht, mein Lieber. Du machst da was falsch. Können wir dich irgendwie befragen? Nein, können wir nicht. Können wir dir was geben? Ja, wir können dir was geben. Was denn? Geld. Ja gut, das macht auch Sinn, so als Brückenzoll. Ja, wir geben dir mal eine Goldmünze. Ich danke euch für dieses Pfand der Freundschaft. Für mich bedeutet Freundschaft alles, denn ich bin ein Wächter. Das macht nicht so wirklich Sinn, aber ist okay. Hier dann noch eine Goldmünze. Sagt er wieder das Gleiche. Du, deine Freundschaft müssen wir uns aber hart erkaufen, mein Lieber. Wie viel will der denn haben? Wenigstens haben wir einen Sinn für unser Gold gefunden. Ich gehe mal davon aus, wenn wir diese Option in dem Spiel haben, dass das dann auch so sein muss. Ah, Sabalot, ihr habt mir einen Haufen Geld gegeben. Wisst ihr, was ich da vorhin gesagt habe? Dass keiner an mir vorbeikommt, das war nicht so gemeint. Ihr seid schließlich mein Freund und außerdem muss ich dieses Geld so schnell wie möglich in Bier angelegt werden. Dann find hier mal Bier. So, dürfen wir... Ah, wir können jetzt rüber. Na gut. Dann schauen wir mal, ob sich das gelohnt hat. Vielleicht gibt es da lecker Essen. Eine Kneipe oder so irgendwas. Wenn er ja davon redet, Bier zu organisieren, muss es hier auch irgendwo welches geben. Ich denke, er kennt sich hier aus. Wenn er hier eine eigene Brücke hat. So, wo kommen wir hier hin? Oh, hi, die Dame. Eine Wassernymphe, Epona. Ruht euch ein Weilchen aus, mein Freund, und lasst mich eure Wunden heilen. Bei dir kommen wir öfters vorbei. Oh ja, sie hat uns wirklich geheilt. Sehr schön. Können wir auch mit ihr reden? Ja, können wir. Über Spinnen. Viele Schatzsucher sind für immer verloren, wenn sie in die Netze dieser furchtbaren Kreaturen geraten. Ja, die kann man so schlicht blocken. Und Tote? Seit langem sind diese Krieger tot, doch sie konnten der vollen Umklammerung meiner Schwester Askomecetes entkommen. Und wenn müde Wanderer nun über ihre Gräber stolpern, erwachen sie und versuchen, die Unglücklichen in ihr Reich zu ziehen. Also deine Schwester scheint dann so die Todesgöttin zu sein oder so. Hast du auch irgendwie einen Tipp, wie wir besser mit denen klarkommen? Scheinbar nicht. Aber wir können mit dir über ihre Schwester reden. Aber zuerst fahren wir nach Orks. Abscheuliche Kreaturen, die nur leben, um zu zerstören. Und unser Leben aufzuladen. Und was ist mit deiner Schwester? Ah, ihr meint meine Schwester. Ich bin das Wasser. Sie ist die Verwesung. Mhm, lecker. Und sonst... Können wir irgendwas geben?
Oh, ich habe gerade einen Fisch gesehen. Wir versuchen zuerst mal Inventar. Gibt es eine Geben-Option? Nein, gibt es nicht. Gut, dann nehmen wir bitte den Fisch mit. Frischer Fisch. So, die Dame, wir müssen dann weiterziehen, aber das müssen wir uns merken. Wenn Not am Mann ist, hier können wir uns heilen lassen, wenn ich das wiederfinden sollte. Was dann wieder eine andere Geschichte wäre. Oh, das könnte so eine Truhe sein. Wir finden hier die ganze Zeit schon Schlüssel für kleine Truhen. Das könnte dann unsere erste Truhe sein. So, wir schauen uns erstmal um. Beutel mit Silberstaub, zweimal frischer Fisch, Schlüssel für eine kleine Truhe, Goldmünzen und die Truhe selbst. Okay. Dann eins nach dem anderen. Wir machen benutzen, Schlüssel für kleine Truhe. Dir gelingt es, die Truhe aufzuschließen, doch der Schlüssel ist nun verklemmt. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Ist okay. So, und dann machen wir, was können wir hier lesen? Ah nee, das ist unser Inventar lesen. Müssen uns erstmal wieder raus. Nochmal rein. Oh, wir haben einen Zettel gefunden. Gibt es doch was zu lesen. Es stimmt. Die Geschichten von den Nymphen sind die Wahrheit. Ich ging an einem Wasserfall vorbei, als die Gestalt einer wunderschönen Frau vor mir erschien. Sie bedeutete mir, ich solle rasten und das tat ich. Als ich einige Zeit später wieder aufwachte, fühlte ich mich wunderbar erfrischt. Ich glaube jedoch, dass sie einen Zauber über mich verhängte, denn ich scheine für eine ganze Woche geschlafen zu haben. So dankbar ich der Nymphe für ihre Hilfe bin, fürchte ich doch, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Wenn ich das Zauberwort nicht bald finde, wird Malta uns nicht mehr helfen können. Ja, so mit dem Zauberwort wissen wir, dass sein Bergfried magisch irgendwie geschützt ist und irgendwas von Treibsand. Ah, und eine Brücke wurde nochmal irgendwo erwähnt. Also irgendwie wahrscheinlich eine magische Brücke über den Treibsand oder so. Und das dann mit einem Zauberwort. Genau, das weiß man nicht. Aber ja. So, und das Zauberwort wurde irgendwo erwähnt, dass wir das potenziell bei den Elfen bekommen können. Nun, die müssen wir uns erstmal finden. Probleme über Probleme über Probleme. Und wir müssen auch den Bergfried erstmal finden. Das steht ja auch noch aus. Ist der Käse essbar? Uns erstmal schauen. Es ist reifer Hartkäse aus der Milch der wilden Ziegen im Wald. Hartkäse. Alles klar, Hartkäse kann mitgenommen werden. Diese Lichtung hat sich sowas von gelohnt. So, da könnte es eventuell weitergehen. Nein, tut es nicht. Sehr schön, dann gehen wir wieder zurück. Es läuft ja richtig gut momentan. Juhu. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder geschlafen haben. Ich hoffe, dass Zeit in dem Spiel keine Rolle spielt. Aber genau das weiß man nicht. Vielleicht sollten wir doch nicht so oft zu ihr hingehen. Wir haben ja auch hier keinen Tag- und Nachtzyklus und auch kein Datum oder irgendwas. Also ich hoffe mal nicht, dass Zeit hier wirklich eine Rolle spielt. So, dann nochmal rüber über die Brücke. So, lauf, 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 mein Junge. So, wir hatten ja irgendwo noch ein Skelett stehen lassen. Waren wir hier schon? Warte mal. Wo kamen wir her? Ah, nee, hier war eine Sackgasse, dann kamen wir da oben her. Okay, alles klar. So, jetzt müssten wir nur noch mal das Skelett finden, vor dem wir Reis ausgenommen hatten. Dass er an dieser T-Kreuzung stand, wo dann auch noch die Spinne auf uns eingetrichtert hatte und so weiter.
das fast in einem Drama geendet wäre. Waren wir da oben schon lang? Ich glaube, hier kamen wir... Doch, klar, hier waren wir schon. Ja, ich erinnere mich. Hier waren wir beide Wege schon. So, dann nochmal den Farn umschiffen. Juhu, wir haben Progress gemacht in der Folge. Schaka. So. Da nochmal lang. So, den Zettel hatten wir gelesen. So, hier müsste doch jetzt bald die Spinne kommen, beziehungsweise der Platz, wo wir die Spinne bekämpft hatten. Und dann müsste die T-Kreuzung mit dem Skelett kommen. Hier, genau. Genau, und das machen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.